Hallo, ihr habt euch sicher schon gewundert, wo ich mich befinde. Und deshalb möchte ich euch heute mein Mädchenkuschelzimmer, eigentlich ist es eher eine Mädchenkuschelhöhle, zeigen. Und da will ich in Zukunft immer meine Videos machen. Und ja, ich zeige euch jetzt so einen Rundumschwung, beziehungsweise ich zeige euch mal, wie alles angefangen hat. Ich habe nämlich immer mitgefilmt und viel Spaß damit. Hallo, es tut mir leid, euch in diesem Aufzug begrüßen zu müssen. Aber ich will euch unbedingt zeigen, was ich gerade mache. Und zwar befinde ich mich gerade in meiner Kuschel-Video-Lese-Lernecke. Und ich wohne ja in einer Dachbodenwohnung und da haben wir so eine kleine Nische, wo wir so einen Zwischenboden eingezogen haben. Und die stand bis jetzt immer ungenützt leer. Und jetzt machen wir da aber was rein. Und zwar eben so ein Kuschelzimmer. Also wir nennen es die Kuschelecke. Und ich bin da gerade am Putzen und möchte euch einfach zeigen, wie es leer aussieht und möchte euch dann auf jeden Fall auch zeigen, wie es fertig aussieht. Es halt auch noch ein bisschen, das wird sich dann ändern. Und ja, ich hoffe, das interessiert euch. Da unten ist Chaos pur, da werden gerade Kästen aufgebaut. Und dann kommt man eben hier so rauf. Hier steht noch mein Putzkübel. Dann ist hier ist eine Steckdose, Lichtschalter. Dann haben wir hier das Licht. Und wie ihr seht, es ist sehr niedrig, also ich kann hier nicht stehen. Dann haben wir hier eine freie Wand, einen wunderschönen Parkettboden. Und dann haben wir hier hinten so ein verstecktes Nachtkästchen. Da muss ich mir aber noch was einfallen lassen, dass es innen irgendwie Farbe bekommt. Und ich habe Angst, dass ich runterfall. Ja, so sieht es aus. Also alles leer. Ich gehe mal ganz zurück. Ich hoffe, das erkennt man. Ich stehe jetzt schon komplett bei der Wand, gehe gerade auf der Leiter und halte mich da fest und mache so einen Rundumschwung. Also es ist nicht besonders groß, aber umso gemütlicher. So, wir haben jetzt schon Kästen aufgestellt und ein wenig reingeräumt. Hier kommen eben noch Laden rein in die Kästen. Und das ist mein ganzer Stolz, mein Expedit-Regal. Da habe ich schon mal meine Shades of Grey Bücher reingestellt und wir haben hier so eine Türe eingebaut. Und dann hatte ich diese rosarote Box schon und habe die zwei pinken noch gekauft. Und ich finde das ganz cool. Ich hätte sogar noch eine dritte pinke Box. Und das war's. Ich drehe mich nochmal im Kreis. Ich sitze jetzt am anderen Ende des Zimmers und habe hier so eine Lampe aufgestellt. Keine Ahnung, ob die da bleibt. Aber auf diese Wand kommt so ein Stoff rauf. Ich hoffe, das funktioniert gut. Der Wohnprinz hat das mal gezeigt. Ein schwarzer mit weißen Punkten. Und ja, that's it. Zwischenstand, ich gehe jetzt mal rauf, die Stiege oder quasi die Stufen, und die haben wir jetzt schon festgeschraubt. Sehr gut, dass ich da auch alleine hochgehen kann. Und jetzt machen wir das Licht an. Auf diese Wand werden wir einen Stoff machen und das Kästchen habe ich innen rosa gestrichen. Es sind schon ein paar Möbel drinnen. Dieser Stoff wird es übrigens werden von IKEA. Und so sieht das Kästchen aus. Hellrosa mit dunkelrosa Punkten. Man sieht, dass ich es selbst gestrichen habe, aber es sieht auf jeden Fall um einiges besser aus als vorher. Ja, und das ist der Zwischenstand.
So, also hier geht man rauf und dann steht da meine Solster-Couch vom IKEA. Und hier hinten haben wir diesen Stoff von IKEA auf die Wand befestigt. Und meine Mama hat so Polster genäht. Und man beachte bitte, dass dieser hier noch so eine Masche aus Stoff hat. Total süß. Die anderen Polster sind vom H&M. Also das ist mal so das Erste, wenn man hier raufkommt. Und dann habe ich hier auch noch einen Couchtisch, der ist auch von IKEA. Und dieses Ding da ist, glaube ich, entweder von Teddy oder von Kick, keine Ahnung. Und den kann man so rollen und der hat dann unten noch Stauraum. Da ist aber jetzt noch nichts drinnen. Ich gehe noch mal ganz zurück. Also von der Seite sieht es so aus. Das ist einfach eine Couch, die kann man auch ausklappen. Aber wie ihr seht, es ist jetzt nicht riesengroß, es ist wirklich nur so eine kleine Ecke, aber ich finde das ganz süß. Und eben mit den ganzen Burstern total gemütlich und mit der Decke, die ist vom Mömax. Ja, dann habe ich hier oben noch eine Lampe, aber eigentlich hier habe ich meine Softbox, mit der mache ich meistens Licht. Und jetzt drehe ich das Ganze. Hier ist die Couch. Dann ist hier der Couchtisch. Dann habe ich hier noch einen so einen kleinen runden Teppich. Ich mache das übrigens alles im Knien. Es ist wirklich hier nur mini klein, aber total gemütlich. Und dann habe ich da hinten von IKEA mein Expedit-Regal. So, und dann muss man das Licht drehen. Und dann habe ich hier, das war mal mein Wohnzimmerkasten. Mein Freund hat das zu einem Regal umgebaut. Eben auch nochmal Stauraum. Und jetzt könnte ich euch mal meine Bücher zeigen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht alles eingeräumt. Hier zum Beispiel ist leer, aber da werde ich so Digitalkameras und sowas reinmachen. Also so Elektrodinge. Dann habe ich hier eine Vase, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Dann habe ich meine Shades of Grey Trilogie. Dann habe ich hier, hier unten habe ich ein paar Bücher. Also auch da hinten. Und meine Twilight-Bücher. Das ist so ein süßes Kinderbuch. Das hat mal die liebe Elternplanet vorgestellt. Der stinkende Geißbock, das riecht. Und dann, ich habe keine Kinder, aber ich habe Nichten und Neffen. Und dann habe ich hier von Cecilia Ahern ein paar Bücher. Und dann habe ich da so drei Körbe praktisch von IKEA. Die sind jetzt auch noch leer. Ich glaube, da werde ich aber Bettwäsche reinmachen. Also Sachen, die man nicht so häufig braucht. Und hier oben habe ich so eine niedliche, nicht Ente, so ein niedliches Huhn. Und so einen Kerzenhalter. Und dann habe ich hier Bücher, die habe ich nach Farben sortiert. Und ich finde, das sieht voll cool aus. Also mir gefällt es total. Von weiß zu rosa zu hellblau. Solche Schnulzen quasi. Aber ich lese das total gerne. Ja, dann habe ich hier meine Wörterbücher. Also dahinter ist auch noch eines. Und Fotoalben. Und dann habe ich so Cupcake-Dosen. Und das habe ich mal von meiner Schwiegermama bekommen. Das ist so eine Dose. Ich finde die voll schön. Und da ist so eine Weihnachtskugel drinnen. Und die macht Musik. Also die kann man so aufziehen. Voll schön. Und dann habe ich hier noch eine Yankee Candle und so ein Mini-Buch zum Einkaufen geboren. Und hier in den Laden habe ich mal so Sachen zum Einpacken, also Dixo und Anhänger und solche Geschenkbänder. Und hier unten habe ich auch noch so Schreibzeugs und ein Rätselheft. Und so Kerzenhalter.
Und da habe ich Sachen von der Softbox drinnen und auch noch so Elektrozeugs. Und hier habe ich auch noch so ein paar Krimskrams-Sachen. Da habe ich meine Lampe, für die ich noch irgendwie keinen Platz gefunden habe. Und so einen Zeitschriftenhalter von Hello Kitty. Den habe ich mal bei Kick gekauft, glaube ich. Für die Bücher, das kann man hier ganz gut erkennen, habe ich so Buchstützen gekauft bei Müllmax, wo End oben steht. Und die finde ich auch wirklich voll cool und sind auch sehr, sehr, sehr stabil. Also kann ich empfehlen. Also wenn ich hier sitze, sehe ich genau auf die Couch. Das ist praktisch die andere Seite des kleinen Raumes. Ich sehe heute schon ein bisschen abgekämpft aus. Ich war nämlich gerade in einer Vorlesung und ja, mehr gibt es hier eigentlich auch gar nicht zu sehen. Ich wollte euch das nur unbedingt zeigen, bevor ich es wieder vergesse und bevor ich die ganzen Videos hier drehe, denn dann wisst ihr gar nicht, wie das eigentlich entstanden ist. Ja, und das ist eben so ein Hochzwischenstock in meiner Wohnung und ich fühle mich hier sehr wohl, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald. Tschüss.